Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur ZIP um 9 Uhr. Nach dem großen Krach in der Regierung wollen ÖVP und Grüne ja noch bis zur Wahl im Herbst weitermachen. Und dafür kommt vom grünen Gesundheitsminister die Empfehlung, durchatmen und weiterarbeiten. Die Zustimmung seiner Parteikollegin Leonora Gehwessler für das EU-Renaturierungsgesetz hat die ÖVP ja extrem verärgert. Seither ist auch das Koalitionsklima in der Krise. Der Ministerratstisch im Bundeskanzleramt bleibt heute leer. Die Themen werden schriftlich erledigt. Die koalitionsinterne Stimmung ist nach der grünen Zustimmung zum EU-Renaturierungsgesetz im Keller. Sozialminister Rauch von den Grünen verteidigt die Entscheidung im Report und: Eine Empfehlung ist einfach auch jetzt, es geht ja nicht darum, jetzt einen Streit auch ewig fortzusetzen. Natürlich hat das für Emotionen gesorgt, ich weiß das. Auch beim Bundeskanzler, auch bei der ÖVP. Vielleicht hilft einmal tief durchatmen, dann wieder runterzukommen und die Arbeit fortzusetzen. Diese Koalition hat jede Menge Krisen schon abgearbeitet. Der politische Streit ist das eine, das andere ist der fachliche Streit rund um das Renaturierungsgesetz. Es sieht vor, dass geschädigte Lebensräume wie etwa ausgetrocknete Moore wiederhergestellt werden müssen. Und zwar 20% dieser Flächen bis 2030. Der Bauernbund protestiert. Wir haben Sorge und wir haben große Sorge, dass das die Lebensmittelproduktion in Österreich beeinflusst. Wenn man sich jetzt die Fläche anschaut, und diese 20% heruntergebrochen würden auf die Fläche Österreichs, dann wäre das eine Fläche wie die Steiermark. Die bereits zerstörte Natur sei das Problem, heißt es von Greenpeace. Allein seit den 80ern haben wir Boden verloren in der Größe des Burgenlands. Das ist eine richtige Bedrohung auch für die Landwirtschaft. Das sind fruchtbare Böden, die hier versiegelt werden. Da sollte man wirklich effektiv dagegen angehen. Ein Streit auf vielen Ebenen. In Österreich steigt die Zahl der Keuchhustenfälle stark. Im gesamten Jahr 2023 waren knapp 2.800 Fälle gemeldet. Heuer, bereits bis jetzt im Juni, sind es mehr als 6.000, also mehr als doppelt so viele. Und Mediziner warnen, diese bakterielle Infektion kann auch sehr gefährlich werden. Keuchhusten ist eine hoch ansteckende bakterielle Infektionserkrankung der Atemwege. Vor allem für Säuglinge und Kleinkinder kann sie sehr gefährlich werden, da es häufiger zu schwerem oder gar tödlichem Verlauf kommen kann. Ganz enorm viel mehr Fälle sehen wir nicht nur in Österreich, in ganz Europa. Bei den Säuglingen ist es so gefährlich, dass sie Atempausen machen. Und diese Atempausen können unbemerkt sein. Das Wichtigste ist das kontinuierliche Monitoring im Krankenhaus. Sie werden kontinuierlich überwacht. Die Erkrankung ist meldepflichtig. Während der Corona-Pandemie und den dadurch deutlich verringerten Kontakten sind die Infektionszahlen deutlich nach unten gegangen. Im Vorjahr gab es wieder einen sprunghaften Anstieg. 2023 erkrankten in Österreich fast 2.800 Personen an Keuchhusten. Säuglinge in den ersten 8 Lebenswochen sind besonders gefährdet, an Keuchhusten zu erkranken. Wenn das Kind diesen Nestschutz, von dem wir oft hören, nicht hat für den Keuchhusten, dann kann eben eine schwere Erkrankung daraus resultieren. Und die Kinder haben ein hohes Risiko, eben auch daran zu versterben. Ärzte und Gesundheitsexperten führen die gestiegenen Keuchhustenfälle auf eine niedrige Durchimpfungsrate zurück. Italien und Kroatien gehören zu den beliebtesten Sommerurlaubsdomizilen der Österreicherinnen und Österreicher. Wie eine aktuelle Analyse des Verkehrsclub Österreich zeigt, ist das tödliche Unfallrisiko in diesen Ländern aber deutlich höher als in Österreich. Hauptgrund dafür ist das dort höhere Verkehrsaufkommen im Sommer. Sommerzeit ist Reisezeit. Rund 4 Millionen Österreicherinnen und Österreicher haben im Juli und August des Vorjahres Urlaub im Ausland gemacht. Die Hälfte davon mit dem Auto. Das erhöhte Verkehrsaufkommen in den Sommermonaten führt auch zu mehr tödlichen Unfällen, wie eine EU-Studie zeigt. In Österreich gab es im vergangenen Jahr 44 Verkehrstote pro 1 Million Einwohnerinnen und Einwohner. Zum Vergleich in unseren Top-Urlaubsländern hier in Rot, in Italien, Griechenland oder Kroatien liegt dieser Anteil deutlich höher mit 52, 60 und 71 Verkehrstoten. Wer in Spanien mit dem Auto unterwegs ist, hat statistisch gesehen ein geringeres Verkehrsunfallrisiko. Besonders sicher sind die Straßen in Island oder in Schweden, in jenen Ländern mit niedrigeren Tempolimits. Der Verkehrsclub Österreich empfiehlt, im Ausland auf unterschiedliche Tempolimits zu achten und stets sicher zu fahren. Auch das Handy sollte am Steuer tabu sein. Russlands Präsident Wladimir Putin ist in Nordkorea eingetroffen. Bei diesem Treffen soll Machthaber Kim Jong-un Putin die bedingungslose Unterstützung im Ukraine-Krieg zugesagt haben. Kreml-Chef Putin wurde am Flughafen von Pjöngjang von Kim Jong-un empfangen
Nordkorea werde Russland mit Waffen versorgen, heißt es. Waffen, die Putin dringend für den Krieg in der Ukraine braucht. Pjöngjang und Moskau sollen außerdem den Ausbau ihrer Beziehungen als strategische Festung gegen den Westen, wie es wörtlich heißt, vereinbart haben. Das berichtet die nordkoreanische Nachrichtenagentur. Und in Spanien, da widmen sich zurzeit zwei Ausstellungen zwei österreichischen Künstlerinnen. Im Guggenheim-Museum in Bilbao werden Arbeiten von Marta Jungwirth gezeigt und das Madrider Museo Reina Sofia würdigt Eva Lotz mit einer Ausstellung. Lotz kam bereits in den 1960er Jahren nach Spanien und wurde 1994 dort mit dem Nationalen Kunstpreis ausgezeichnet. In Österreich sind ihre Arbeiten allerdings weniger bekannt. Eva Lotz machte ihren Weg im Ausland. Die Anerkennung in Spanien ist in der Heimat nicht registriert worden. Der Erfolg in Spanien hatte vielleicht zur Folge, dass sie Beifall aus Österreich nicht braucht. Als die Österreicherin Mitte der 1960er Jahre in Madrid landete, wurde sie von einer Diktatur und einer Kunstszene im Aufbruch erwartet. Wie ich herkam, war noch das Franco-Regime, nicht? Aber das hat auch dazu beigetragen, dass ich schnell in die Szene kam, nicht? Das Museum Reina Sofia würdigt die 84-Jährige mit einer Ausstellung, in der Arbeiten aus den letzten Jahren gezeigt werden. Lotz wendet unterschiedliche Techniken an. Das Studium an der Wiener Filmakademie schlägt sich in den Videoarbeiten nieder. Naturerlebnisse inspirierten Installationen, in denen Flüsse thematisiert werden. Lotz forscht auch mit Materialien und lässt Teer zu einer Zunge gerinnen. Für heuer hat sich die Künstlerin noch drei weitere Ausstellungen vorgenommen. Das Wetter, das stellt heute den Sommer eindrücklich zur Schau. Wir sind bei den Aussichten. Ein weiterer Hochsommertag liegt vor uns mit viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf entstehen zwar Quellwolken, Wärmegewitter gehen daraus aber nur vereinzelt hervor, am ehesten im Bereich der Nordalpen. In der schwülheißen Luft können diese lokal heftig ausfallen. Denn es wird noch eine Spur heißer als gestern auf 28 bis 34.